knapp 90% der Menschen konsumieren regelmäßig Koffein. Und ich habe vor kurzem das erste Mal seit vielen, vielen Jahren über 30 Tage lang, also knapp einen Monat, kein Kaffee und kein Koffein getrunken. Und was das Ganze mit meinem Körper und meiner Psyche gemacht hat, das möchte ich euch heute zeigen. Außerdem beantworte ich euch die Frage, die ich öfters gestellt bekomme: Ist Koffein schädlich oder kann ich durch Koffein tatsächlich meine Leistungsfähigkeit und Performance steigern? Und falls ja, wie viel Koffein ist optimal für mich geeignet? Das und mehr erfahrt ihr im heutigen Video. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Marvin König, High Performance Coach, und ich helfe erfolgreichen Unternehmern dabei, ihre Leistungsfähigkeit und Performance zu steigern und ihre Gesundheit zu optimieren. Und ich habe letzten Monat ein Selbstexperiment gemacht, und zwar habe ich über 30 Tage lang kein Koffein zu mir genommen. Das heißt, ich habe keinen Kaffee getrunken, keinen schwarzen Tee und habe andere Koffeinquellen wie Cola oder Softdrinks komplett eliminiert. Zum Kontext: Ich bin und war leidenschaftlicher Kaffeetrinker und habe davor mehrere Jahre lang jeden Tag mindestens einen Kaffee getrunken. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich daran erinnern, wann ich mal mehr als eine Woche lang wirklich keinen einzigen Kaffee oder überhaupt kein Koffein konsumiert habe. Das heißt, bevor ihr abschaltet, ich werde euch heute nicht erzählen, dass Koffein unfassbar schlecht ist und dass keiner es trinken sollte, sondern ich werde euch meine Erfahrungen berichten, werde euch genau erklären, was Koffein mit dem Körper macht. Und es ist auch so ein bisschen von der Genetik abhängig. Das heißt, manche Leute vertragen Koffein etwas besser, andere hingegen schlechter. Deswegen habe ich am Ende auch einen Selbsttest, einen Fragebogen für euch vorbereitet, anhand dessen ihr beurteilen könnt, ob ihr gerade zu viel Koffein trinkt, beziehungsweise wie gut ihr Koffein vertragt, und dementsprechend meine Tipps, wie ihr Koffein am besten einsetzt, um eure Leistungsfähigkeit und Performance zu steigern. Zunächst müssen wir uns anschauen, was macht denn Koffein überhaupt im Körper? Was sind die Effekte und die Wirkungen? Und gerade da gibt es natürlich extrem viele Mythen. Und der erste Mythos ist: Koffein macht wach. Und das ist nur so halb richtig. In erster Linie macht Koffein eins: Es erhöht Cortisol, beziehungsweise einige Stresshormone. Gleichzeitig erhöht es auch Dopamin und vor allem Noradrenalin. Und es unterdrückt das sogenannte Adenosin. Und bevor das Ganze hier zu kompliziert wird: Cortisol ist unser Hauptstresshormon, was uns ja ein bisschen wacher, aber vor allem auch ein bisschen angespannter macht. Das heißt, wenn wir gerade in einer stressigen Situation sind, evolutionär gesehen, der Säbelzahntiger steht um die Ecke, wir sind in Gefahr, dann schüttet der Körper Cortisol aus. Gleiche passiert mit Noradrenalin. Ist im Prinzip ein Neurotransmitter, der ausgeschüttet wird, der uns ja so ein bisschen auf Englisch alert macht. Auf der anderen Seite unterdrückt Koffein das sogenannte Adenosin. Adenosin ist letztendlich der Stoff, der uns müde macht. Also wann immer wir uns müde fühlen, gerade abends, wenn wir müde werden, dann ist das meistens dem sogenannten Adenosin geschuldet. Und Koffein macht jetzt eins: Es dockt an diese Adenosin-Rezeptoren an und unterdrückt letztendlich, dass wir müde werden. Das heißt, man kann nicht unbedingt sagen, dass es uns wacher und leistungsfähiger macht, sondern es macht uns eher angespannt und unterdrückt etwas die Müdigkeit. Zweiter Mythos: Die Dosis macht das Gift. Und das ist sowas, damit kann man im Prinzip jedes Thema abtun. Ja, zu viel ist schlecht, aber so ein bisschen ist ja nicht schlimm. So. Ja, das kann man letztendlich über alles und jeden sagen. Ein bisschen ist okay, die Dosis macht das Gift. Es lohnt sich aber ein bisschen näher, sich mit der Thematik zu beschäftigen, um eben herauszufinden, kann ich denn Koffein auch nutzen, um wirklich meine Gesundheit zu optimieren, meine Leistungsfähigkeit, meine Performance zu steigern, um zum Beispiel im Sport leistungsfähiger zu sein, besser trainieren zu können, gesundheitliche Benefits davon zu haben oder eben auch meine Arbeitsleistung zu optimieren. Das heißt, wenn ich tagsüber an einer wichtigen Aufgabe arbeite, vielleicht etwas konzentrierter sein möchte, wie kann ich denn Koffein am besten einsetzen? Und da hilft es nicht einfach nur zu sagen, naja, die Dosis macht das Gift. Außerdem muss man auch sagen, Koffein ist, wenn man es genau nimmt, eine Droge. Und ihr würdet auch nicht behaupten, dass, naja, ein bisschen Heroin ist ja auch nicht schlimm. Nein, also es gibt bestimmte Stoffe, die wir auf jeden Fall meiden sollten und wo man nicht einfach nur sagen kann, ja, die Dosis macht das Gift. Die Frage ist natürlich auch, welche Dosis macht das Gift? Und genau das wollen wir uns gleich nämlich nochmal anschauen. Dritter Mythos: Koffein ist gut zum Abnehmen. Es soll den Stoffwechsel unterstützen und erhöhen und soll den Hunger gleichzeitig unterdrücken. Das ist auch nur so eine Halbwahrheit. Was Koffein nämlich macht: Es erhöht das sogenannte GLP-1, und das ist ein Peptidhormon, was die Insulinausschüttung verstärkt, beziehungsweise die Glucagonausschüttung so ein bisschen hemmt
und tatsächlich den Hunger senkt. Also wenn wir Kaffee trinken, sorgt das eben dafür, dass wir erstmal temporär weniger Hunger haben. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum viele so auf den Espresso nach dem Mittagessen bestehen. Weil das nämlich letztendlich nochmal so ein bisschen der Sattmacher in Anführungszeichen ist. Das ist allerdings auch nur von der Tapete bis zur Wand gedacht. Denn Koffein hat logischerweise nur einen temporären Effekt. Das heißt, wenn es temporär unseren Hunger unterdrückt, sorgt es dafür, dass wenn das Koffein nachlässt, wir mehr Hunger haben. Gleichzeitig ist es so, ich habe am Anfang gesagt, Koffein erhöht Cortisol. Und das kann bei vielen Menschen zum großen Problem werden. Ich hatte vielen Klienten, bei denen ich kann euch gerne mal einblenden, hatte ich vor kurzem erst einen Klienten, der hatte, obwohl er morgens nichts gegessen hat, einen sehr hohen Blutzuckerwert und einen unfassbar hohen Cortisolwert. Wie gesagt, ich blende euch das gerne mal ein, ist alles anonymisiert, aber das ist so ein klassisches Beispiel. Der Kunde hat nämlich, bevor er zu mir gekommen ist, komplett gefastet morgens, das heißt, er hat nichts gegessen und hat ausschließlich Kaffee getrunken. Und obwohl er nichts gegessen hat, hatte er einen sehr hohen nüchtern Blutzuckerwert. Woher kommt es? Durch die Stresshormone, durch das sehr hohe Cortisol. Und das ist eben bei vielen, vielen ein Problem und sorgt schnell dafür, dass man eben viel Körperfett ansetzt. Vor allem in der Bauchregion. Vierter Mythos, Koffein steigert die Leistungsfähigkeit. Vor allem die sportliche Leistungsfähigkeit. Einige Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass sich Koffein positiv auf die Ausdauerleistung auswirkt. Allerdings, ganz, ganz wichtiger Faktor, Koffein hat einen diuretischen Effekt. Das bedeutet, Koffein entwässert. Und das ist, was sowohl die sportliche, aber auch die kognitive Leistungsfähigkeit angeht, ein absoluter Performance-Killer. Man hat nämlich auch in Studien nachgewiesen und in Experimenten gezeigt, dass alleine 2% Körpergewichtsverlust durch beispielsweise Koffein und daraufhin basierend mehr Ausschwitzen bzw. auch mehr Flüssigkeitsverlust, also 2% Körpergewichtsverlust, führt zu 10 bis 15% eingeschränkter Performance. Fünfter Mythos. Koffein ist gut fürs Gedächtnis und steigert die kognitive Leistungsfähigkeit. Da hat es eine Studie gegeben von der Baltimore University und die hat gezeigt, dass 200 Milligramm Koffeintabletten dabei helfen, das Gedächtnis zu verbessern. Also man hat zwei Gruppen genommen und hat mit denen in einem 24-stündigen Test das Gedächtnis getestet. Also die sollten sich an einem Tag, sollten sie sich bestimmte Dinge einprägen, Dinge merken. Die eine Gruppe hatte eben 200 Milligramm Koffein in Form von Koffeintabletten bekommen. Die andere Gruppe hat ein Placebo bekommen. Und dann hat man 24 Stunden später getestet, wie gut die sich daran erinnern konnten. Und tatsächlich, man hat gesehen, dass die Gruppe, die die Koffeintabletten bekommen hat, eine etwas bessere Gedächtnisleistung hatten. Allerdings auch hier, das ist nur so ein bisschen von der Tapete bis zur Wand gedacht. Denn was Koffein nämlich bei regelmäßigem Konsum auch macht, es schränkt den Schlaf und vor allem den REM-Schlaf ein. Der REM-Schlaf, der ist vor allem entscheidend für die psychische, für die kognitive Verarbeitung. Das bedeutet, alles, was wir über den Tag an Informationen aufnehmen, wird im REM-Schlaf verarbeitet. Wenn wir weniger REM-Schlaf haben, sorgt es dafür, dass wir eine schlechtere kognitive Leistungsfähigkeit haben und dementsprechend auch ein schlechteres Gedächtnis. Also ja, es kann die kognitive Leistungsfähigkeit, es kann das Gedächtnis etwas boosten, etwas verbessern. Allerdings auch hier bei langfristigem Konsum kann es das Gedächtnis sogar verschlechtern. Also zusammengefasst, Koffein steigert Stresshormone, insbesondere Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin und es steigert den Dopaminspiegel, zumindest temporär. Und das sorgt eben für eine Verengung der Gefäße, für etwas mehr Spannung, in Anführungszeichen Alertness und tatsächlich auch für etwas mehr Energie und Konzentration. Gleichzeitig entwässert es aber auch. Man sagt, dass 2 Tassen Kaffee in etwa dafür sorgen, dass ungefähr 600 Milligramm Salz ausgeschieden wird. 3 Tassen Kaffee bewirken dann, dass zusätzlich 350 Milliliter Wasser in Form von Urin ausgeschieden wird. Das ist auch der Grund, warum man, wenn man Kaffee trinkt, vor allem wenn man viel Kaffee trinkt, häufiger aufs Klo muss. Deswegen ist es so wichtig, dass man, je mehr Kaffee man trinkt, gleichzeitig auch mehr Mineralien zu sich nimmt, vor allem in Form von Salz und eben mehr Wasser trinkt. Also man kann ungefähr sagen, wenn ihr 3 Tassen Kaffee trinkt, sollten wir in etwa 700 Milliliter an Wasser zusätzlich zuführen und nein, der Kaffee an sich wird nicht mitgezählt, plus über den Tag in etwa 3 bis 5 Gramm Salz. Kommen wir mal zur Menge und Dosierung von Koffein. Also
wie viel Koffein hat denn überhaupt welche Wirkung und ab wann sollten wir Nebenwirkungen befürchten? Zunächst mal ist es so, dass die Wirkung nach ungefähr 15 bis 30 Minuten nach dem Koffeinkonsum auftritt. Und ungefähr nach 60 Minuten hat so das Koffeinlevel unseren Peak erreicht. Dann hat Koffein eine Halbwertszeit von ungefähr 4 bis 6 Stunden. Das heißt, innerhalb der nächsten 4 bis 6 Stunden Halbwertszeit, also die Hälfte vom Koffein, wird abgebaut. Jetzt muss man auch sagen, dass das von Person zu Person unterschiedlich ist. Also eigentlich variiert die Halbwertszeit zwischen 2 und 8 Stunden. Also bei manchen Leuten kann es schon 8 Stunden dauern, bis die Hälfte vom Koffein abgebaut ist. Jetzt weiß man, dass übermäßiger Koffeinkonsum, vielleicht haben das einige selbst schon bemerkt, zu Schlafstörungen und erhöhter Ängstlichkeit führen kann. Jetzt ist allerdings die Frage, was bedeutet übermäßiger Koffeinkonsum? Laut der EFSA sind ca. 200 Milligramm Koffein oder 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht gesundheitlich unbedenklich. Wenn wir eine Tasse Filterkaffee trinken, und das wird in der Regel definiert, eine Tasse entspricht 200 Millilitern, dann nehmen wir etwa 90 Milligramm Koffein zu uns. Muss man auch wieder sagen, so eine typische IKEA-Tasse beispielsweise, die hat schon mal roundabout 300 Milligramm. Das heißt, da sind wir schon mal über den 100 Milligramm Koffein. Ein Espresso hat roundabout 80 bis 85 Milligramm Koffein. Eine Dose Red Bull liegt auch bei ca. 80 Milligramm Koffein. Eine Tasse schwarzer Tee, 300 Milliliter, hat ungefähr 50 Milligramm Koffein. Und eine halbe Tafel, also 50 Gramm, Zart-Bitter-Schokolade hat roundabout 25 Milligramm Koffein. Ach ja, und vergessen, eine Dose Cola, also 330 Milliliter, enthalten 40 bis 45 Milligramm Koffein. Jetzt könnte man ja laut dieser Rechnung meinen, dass theoretisch laut der EFSA 3 Tassen Kaffee, was allerdings oftmals vergessen wird, beziehungsweise auch nicht wirklich beachtet wird, die Definition eine Tasse variiert von Person zu Person. Wie schon gesagt, so eine Tasse, wenn die voll ist, das sind deutlich mehr als 200 Milliliter. Und hier mal ein klassisches Beispiel von einem Kunden von mir. Beim Onboarding habe ich gefragt, wie viel Kaffee er konsumiert. Und da hieß es, eine Tasse. Glücklicherweise habe ich nachgefragt, naja, wie groß ist denn die Tasse? Und habe da so ein bisschen nachgebohrt. Und dann hat sich herausgestellt, dass es eigentlich keine Tasse war, sondern ein Fass. Also das war locker mal fast ein Liter Kaffee. So was schnell mal da abgetan wird als, naja, eine Tasse. Aber das muss man halt bedenken. Also es macht einen riesen Unterschied, ob wir 200 Milliliter Kaffee trinken oder ob wir vielleicht sogar 500, 600 Milliliter pro Tag trinken. Und wie gesagt, die Beispiele hatte ich in meiner Arbeit schon. Dann kommt dazu, ich habe gesagt, Koffein hat eine relativ lange Halbwertszeit. Das heißt, wenn wir regelmäßig und jeden Tag Koffein trinken, haben wir sogenannte kumulative Effekte. Und ich habe euch das mal ausgerechnet. Wenn wir jetzt sagen, die Obergrenze für einen 70 Kilogramm Menschen, also er hat 70 Kilo schwer und roundabout eure Obergrenze liegt eben laut der EFSA bei 200 Milligramm Koffein. Wir gehen davon aus, ihr trinkt einen Kaffee am Morgen. Um 8 Uhr, dann habt ihr 90 Milligramm Koffein im System, wenn es eben diese 200 Milliliter sind. Dann trinkt ihr vielleicht nochmal einen Kaffee so um 14 Uhr, nach dem Mittagessen. Seid ihr insgesamt bei 180 Milligramm pro Tag. Vielleicht um 16 Uhr nochmal als kleinen Snack ein Stück dunkle Schokolade. Und dann sind wir auch hier roundabout bei 200 Milligramm, um es jetzt einfach zu rechnen. Jetzt haben wir allerdings aufgrund der Halbwertszeit immer noch ein bisschen Restkoffein im System. Das bedeutet, vom morgendlichen Kaffee um 8 Uhr haben wir dann um 20 Uhr immer noch 22,5 Milligramm. Vom Kaffee um 14 Uhr haben wir noch roundabout 45 Milligramm. Und von der Schokolade um 16 Uhr haben wir dann noch 10 Milligramm. Das heißt, um 20 Uhr abends haben wir dann immer noch 77 Milligramm Koffein im System. So, wenn wir das jetzt mal ganz knapp aufrunden auf 80 Milligramm, dann können wir davon ausgehen, dass wir um 2 Uhr nachts immer noch 40 Milligramm Koffein im System haben und um 8 Uhr morgens immer noch 20 Milligramm im System. Das bedeutet, wenn wir um 8 Uhr morgens aufstehen und dann, oder früher aufstehen und um 8 Uhr morgens immer noch diese 20 Milligramm im System haben
und dann darauf wieder unseren Kaffee trinken, dann erhöhen wir konstant unser Koffeinlevel im Blut. Und das wird oftmals vergessen. Halbwertszeit heißt nämlich, dass nach 4 bis 6 Stunden die Hälfte des Koffeins abgebaut ist. Dann weitere 4 bis 6 Stunden ist auch davon wieder die Hälfte des Koffeins abgebaut. Das muss man halt immer so ein bisschen bedenken. Das bedeutet natürlich nicht, dass Koffein unendlich im System bleibt. Aber das bedeutet, dass wir eben diese kumulativen Effekte haben, wenn wir über den Tag verteilt und regelmäßig Koffein trinken. Und wenn wir das jetzt mal summieren, und deswegen kann es bei manchen Leuten nämlich auch bis zu mehreren Wochen dauern, bis Koffein komplett abgebaut ist, dann haben wir halt einfach über mehrere Wochen lang einen extrem hohen Koffeinspiegel im Blut. Beispiel, ich hatte auch schon Kunden, die haben 7 Kaffee pro Tag getrunken. Das sind mal über 600 Milligramm Koffein, die da zusammenkommen. Und wenn wir dann noch die kumulativen Effekte mit einbeziehen, dann können wir davon ausgehen, dass das große gesundheitliche Probleme bereitet. Kommen wir mal zu den Nebenwirkungen. Also was sind denn jetzt konkret Symptome, mit denen wir rechnen müssen, wenn wir zu viel Koffein konsumieren? Und Nummer 1, das ist ganz klar Energiemangel. Und der ist eben auf 2 hauptsächliche Effekte zurückzuführen. Erstens das Thema Dehydration. Ich habe es schon angesprochen. Koffein sorgt dafür, dass Wasser und Mineralien ausgespült werden. Und tatsächlich ist Dehydration auch aus meiner Erfahrung in der Arbeit mit Kunden einer der größten Leistungs- und Performance-Killer und sorgt eben dafür, dass wir tagsüber uns so ein bisschen dizzy fühlen und einfach nicht richtig leistungsfähig sind. Grund Nummer 2 ist dann aber auch die sogenannte Nebennierenermüdung. Auf Englisch Adrenal Fatigue, beziehungsweise auf Englisch spricht man noch von einem Adrenal Burnout. Das bedeutet, dass das Organ, was unsere Stresshormone, in erster Linie Cortisol, produziert, die sogenannte Nebenniere bzw. Nebennierenrinde, die Adrenals, dass die letztendlich überstrapaziert werden und nicht mehr genügend Stresshormone produzieren können. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, dass ihr einfach dieses Organ überstrapaziert und das irgendwann den Geist aufgibt und nicht mehr richtig funktionsfähig ist. Und das sorgt dann für extremen Energiemangel und kann tatsächlich bis hin zum Burnout führen. Und das ist eben ein häufiger Grund für Energiemangel, insbesondere wenn wir Koffein auf nüchternen Magen konsumieren. Wie im Beispiel von meinem Kunden, der morgens nie was gegessen hat, der dann trotzdem einen sehr hohen Blutzuckerwert und einen extrem hohen Cortisolwert hatte. Das geht natürlich immer nur eine Zeit lang gut. Irgendwann verabschiedet sich die Nebenniere und produziert einfach nicht mehr so viel Cortisol. Und ein dritter Grund für Energiemangel ist dann natürlich auch der schlechtere Schlaf. Also durch diese kumulativen Effekte, besonders wenn wir dann viel zu spät Koffein konsumieren. Also eigentlich ist ein Kaffee oder Espresso um 14 Uhr für die meisten schon sehr, sehr spät. Das kann dafür sorgen, dass der Schlaf halt sehr eingeschränkt wird, dass wir weniger Tief- und REM-Schlaf bekommen. Und das sorgt natürlich dann am nächsten Tag wieder für Energiemangel und sorgt dann für diesen Koffein-Teufelskreislauf. Das heißt, dass wir wieder mehr Koffein brauchen, um irgendwie zu funktionieren, aber dann auch wieder die negativen Effekte auf den Schlaf haben. Die zweite große Nebenwirkung sind muskuläre Verspannungen und Blockaden. Und das ist eben auch auf die Dehydration zurückzuführen, also wenn wir sehr viel Wasser und Mineralien, Elektrolyte aus dem Körper rausspülen, dann führt das ganz schnell zu Verkrampfungen und muskulären Verspannungen. Und die dritte große Nebenwirkung sind eben Ängste und Stimmungsschwankungen. Ich habe am Anfang gesagt, dass Koffein den Dopaminspiegel erhöht. Das heißt, grundsätzlich sorgt Koffein dafür, dass wir erstmal uns ein bisschen besser fühlen, dass wir uns so ein bisschen motivierter fühlen. Allerdings ist es so, dass alles, was unseren Dopaminspiegel extern ansteigen lässt, also sämtliche Substanzen, die wir zu uns nehmen. Dazu zählt zum Beispiel Koffein, dazu zählt aber sowas auch wie Nikotin. Sorgt dafür, dass wir wieder einen Rebound-Effekt haben. Das heißt, sobald dann die Wirkung nachlässt, sinkt unser Dopaminspiegel wieder unter unsere Baseline und muss sich quasi wieder erstmal erholen. So ein bisschen wie beim Alkohol. Wenn wir Alkohol trinken, fühlen wir uns vielleicht währenddessen sehr, sehr gut, fühlen uns berauscht. Am nächsten Morgen haben wir einen Hangover. Und so ähnlich ist es beim Koffein auch. Und deswegen kann Koffein dann in der zweiten Instanz für Stimmungsschwankungen und Ängste sorgen. Jetzt gibt es allerdings große genetische Unterschiede. Vielleicht kennt ihr auch die Personen, die noch kurz vorm Einschlafen einen doppelten Espresso trinken können und trotzdem problemlos schlafen, durchschlafen und keine Einschränkung ihrer Schlafqualität haben. Das liegt daran, dass es sogenannte Adenosinrezeptoren gibt. Adenosin, wir erinnern uns, ist das, was uns müde macht. Und Koffein dockt jetzt an diese Adenosinrezeptoren an.
Jedoch ist es von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Bei manchen Leuten sind diese Rezeptoren nicht so klebrig. Das heißt, Koffein hat da im Prinzip keine große Wirkung. Und es sind dann, wie gesagt, die Leute, die mehrere Kaffee trinken können und eigentlich überhaupt keine Wirkung spüren. Außerdem ist es auch so ein bisschen abhängig von der Psyche. Also man weiß zum Beispiel, dass eher introvertierte Menschen meistens ein bisschen sensibler darauf reagieren. Ganz einfach, weil bei introvertierten Menschen auch in der Regel das Nervensystem so ein bisschen sensibler ist. Das heißt, je nachdem, was euer Persönlichkeitstyp ist, kann es sein, dass das auch so ein bisschen davon abhängig ist, wie viel Koffein ihr vertragt. Und damit ihr für euch beurteilen könnt, ob Koffein möglicherweise für euch ein Problem aktuell ist, habe ich einen Fragebogen vorbereitet, den wir jetzt einfach mal kurz gemeinsam durchgehen können. Und ihr könnt einfach mitzählen im Kopf, wie viel dieser Fragen ihr mit Ja beantworten würdet. Oder ihr macht euch einfach kurz einen Strich auf den Zettel. Also wir gehen die Fragen durch und ihr zählt, wie viele ihr davon mit Ja beantwortet. Hast du tagsüber Schwankungen im Energielevel, beziehungsweise hast du tagsüber manchmal Müdigkeit? Ja oder nein? Hast du tagsüber manchmal Stimmungsschwankungen? Hast du gelegentlich mit Kopfschmerzen zu kämpfen? Hast du Verdauungsprobleme oder Magen-Darm-Krämpfe? Brauchst du morgens Kaffee, um in den Tag zu starten? Hast du häufig Verspannungen im Nacken, Schulter, Kiefer oder im Bauchbereich? Hast du manchmal Verspannungen im Brustkorb, so ein kleines Stechen bzw. manchmal wie so ein Knoten? Hast du manchmal Schlafprobleme, Probleme ein- oder durchzuschlafen? Knirscht oder beißt du übermäßig im Schlaf? Merkt man dann daran, dass man morgens mit verspanntem Kiefer meistens aufwacht oder spätestens der Zahnarzt sagt es einem. Hast du manchmal Ängste oder fühlst dich aus unerklärlichen Gründen ängstlich? Fühlst du dich manchmal benebelt oder dizzy? Hast du manchmal so eine Art Brain Fog? Wachst du morgens müde auf? Hast du hohen Blutdruck? Hast du öfters kalte Finger oder kalte Extremitäten? Und letzte Frage: Hast du manchmal Konzentrationsprobleme, also Schwierigkeiten, dich zu konzentrieren? Und wenn ihr jetzt mehr als 5 bis 6 Antworten mit Ja beantwortet habt, dann ist Koffein möglicherweise ein Problem für euch. Keine Sorge, ich habe gleich wirklich noch ein paar ganz praktische Tipps und Empfehlungen, wie ihr euren Koffeinkonsum entweder etwas reduzieren oder sogar komplett eliminieren könnt. Jetzt allerdings erstmal zu meinen Erfahrungen, also neben der ganzen Theorie, was habe ich denn jetzt in meinem, in Anführungszeichen, Selbstexperiment gespürt, nachdem ich einen Monat keinen Kaffee getrunken habe? Nun, zugegeben, die ersten 2 bis 3 Tage waren wirklich, ich sag mal, schwierig. Also das, was ich am meisten gespürt habe, waren tatsächlich sehr starke Kopfschmerzen. Habe ich auch vorher schon wahrgenommen. Ich habe natürlich vorher auch schon einzelne Tage gehabt, an denen ich keinen Kaffee oder Koffein getrunken habe. Und da war es eigentlich regelmäßig so, dass ich starke Kopfschmerzen gespürt habe. Und das ist auch so ein typisches, gängiges Entzugssymptom. Es gibt noch ein paar mehr. Es kann tatsächlich sogar dazu führen, dass man sehr starke Übelkeit verspürt. Das ist dann schon sehr drastisch. Aber was meistens wirklich gängig ist, sind diese Kopfschmerzen, die man hat. Dann hatte ich natürlich 2, 3 Tage einen wirklich sehr starken Drang nach Kaffee. Also ich habe meinen Kaffee wirklich vermisst. Und vielen von euch geht es genauso. Also viele berichten mir auch, dass sie einfach dieses Ritual lieben, morgens einen Kaffee zu trinken und das so zum Teil ihrer Morgenroutine gemacht haben. Aber genauso auch der Geschmack. Jetzt kommt aber auch wieder ein interessanter Fakt. Also der Geschmack von Kaffee ist eigentlich nicht gut. Es ist das Gehirn, was uns vorspielt, dass der Kaffee eigentlich gut schmeckt. Wenn ich zum Beispiel mit Leuten spreche und mir ging es genauso, mir schmeckt kein koffeinfreier Kaffee und den wenigsten schmeckt koffeinfreier Kaffee wirklich gut. Warum? Und das ist auch nachgewiesen wissenschaftlich, dass unser Körper diesen in Anführungszeichen guten Geschmack dann nur mit dieser Wirkung verbindet. Das ist auch so ein bisschen wie bei Rauchern. Ein Raucher, der wird euch auch erzählen, dass eine Zigarette ihm gut schmeckt. Eine Zigarette schmeckt nicht gut, das ist ekelhaft. Jeder, der nicht raucht, weiß, dass eine Zigarette widerlich ist. Aber es ist das Gehirn, was euch vorspielt, dass das gut schmeckt. Und ähnlich ist es auch beim Kaffee. Aber auch da habe ich eine sehr, sehr gute Alternative gleich für euch.
dann habe ich gespürt, dass ich deutlich mehr Hunger habe. War bei mir auch so ein in Anführungszeichen Entzugssymptom. Allerdings hielten die Symptome ungefähr 2 bis 3 Tage lang an. Und die können bei manchen Leuten teilweise bis zu 7 Tage dauern, je nachdem wie viel Koffein ihr vorher konsumiert habt. Danach, nach 3 Tagen, die Symptome waren komplett weg. Das heißt, ich habe morgens auch kein wirklich starkes Verlangen nach Kaffee gehabt. Ich habe mich deutlich fitter und ausgeruhter gefühlt und habe tatsächlich auch anhand von meinem Aura-Ring gesehen, dass mein Schlafscore etwas verbessert war. Das heißt, dass ich in der Regel ein bisschen schneller eingeschlafen bin und sogar mehr Tief- und REM-Schlaf gesammelt habe. Dementsprechend hatte ich auch ein deutlich besseres und konstanteres Energielevel über den Tag und, was für mich vor allem ein entscheidender Faktor war, ich habe mich weniger gestresst gefühlt und habe vor allem weniger diese ängstlichen Situationen, was mir persönlich sehr, sehr gut getan hat. Das Einzige, was ich sagen muss, was auch nach mehreren Wochen so war, mir hat so ein bisschen dieses Ritual gefehlt, dieses Ritual, morgens den Kaffee zu trinken. Allerdings, nach ein bisschen Research habe ich eine unfassbar gute Alternative gefunden. Und nein, die Alternative ist kein koffeinfreier Kaffee. Wie schon gesagt, einem richtigen Kaffeetrinker schmeckt kein koffeinfreier Kaffee. Außerdem muss man dazu sagen, dass koffeinfreier Kaffee auch Koffein enthält. Das heißt zwar koffeinfrei, aber leider ist da immer noch ein bisschen Restkoffein dabei. Je nachdem, wie viel wir davon trinken, haben wir auch wieder recht viel Koffein im System. Plus, koffeinfreier Kaffee wird meistens mit Benzol und Dichlormethan, also das sind letztendlich Chemikalien, behandelt, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Und nein, meine Alternative war auch nicht, Tee zu trinken. Also auch einem richtigen Kaffeetrinker braucht ihr nicht erzählen, dass er sich jetzt morgens mit dem Tee hinsetzen soll. Ja, ist schön und gut, so Früchtetee zu trinken, boah, ist aber auch ehrlich gesagt nichts für mich. Meine Alternative und was wirklich ein absoluter Gamechanger war, war ein spezieller Kräuterkaffee. Ein Kräuterkaffee, der bestehend aus sogenanntem Johannesbaumbrot, wie auch immer das heißt, kann es mir nicht merken, auf Englisch heißt es Carob, und das besteht eben überwiegend aus Carob, aus Chicorée und dann teilweise noch Nussextrakten bzw. Nüssen sowie Haselnüssen etc. Wenn ihr dagegen nicht allergisch seid, ist das ein absoluter Gamechanger, denn es befriedigt so ein bisschen auch diese Lust nach Kaffee, einfach weil es sehr, sehr gut schmeckt. Es hat im Gegensatz zu entkoffiniertem Kaffee nicht diese starke Säure. Das heißt, es ist auch wirklich nicht unangenehm beim Trinken. Es hat 0,000 Koffein. Ihr könnt es zu jeder Tageszeit trinken. Und es ist sogar sehr gesund. Es liefert sehr, sehr viele Mikronährstoffe und vor allem auch Mineralien, vor allem Kalium. Und wie gesagt, gerade Mineralien, Elektrolyte, Kalium sind ein absoluter Energiebooster. Und ich muss sagen, auch diesen Habit habe ich beibehalten. Also was ich jetzt hier schon leer getrunken habe, war tatsächlich kein echter Kaffee mit Koffein, sondern war mein Kräuterkaffee. Ich habe euch das Produkt unten mal verlinkt. Ich hoffe, dass ich mir jetzt nicht selbst ein Eigentor geschossen habe, weil es gibt sehr wenig Anbieter in Deutschland und oftmals sind die bei Amazon nicht verfügbar. Also bitte kauft nicht alles leer, sonst habe ich ein Problem, dann habe ich nämlich keinen Kräuterkaffee mehr. Aber ich wollte euch das Ganze nicht vorenthalten, deswegen habe ich es euch einfach mal verlinkt. Ich habe mit denen auch keine Partnerschaft oder sonst was. Probiert es gerne mal aus. Schreibt mir eure Erfahrungen unten in die Kommentare rein. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr mehr zu diesem Content sehen möchtet, generell über Gesundheit, Biohacking, Leistungsfähigkeit, Performance, wenn ihr vielleicht selbst Unternehmer seid, erfolgreicher, ambitionierter Unternehmer, dann checkt gerne mal die School-Gruppe aus, www.school.com/performance. Wie gesagt, haufenweise gratis Videocontent und ihr habt die Möglichkeit, dort Fragen zu stellen in der Community, die entweder ich beantworte oder auch andere Mitglieder, die dann ihre Erfahrungen teilen. Wie gesagt, meldet euch an, es ist komplett kostenlos. Das war's von mir, wir sehen uns beim nächsten Mal.